Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Pünktlich zum La Liga Tots haben wir auch eine neue La Liga Flashback Spielerkarte und das ist kein geringerer als Marcelo selbst. Und wir schauen uns die Karte an und gehen dann gemeinsam in seine SBC-Lösung. Aktuell kostet euch die Karte, ja, und das wird nicht günstig, circa 740 bis 760.000 Coins. Natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. Momentan haben wir es so, dass es eigentlich das SBC-Futter sehr, sehr günstig ist, aber es könnte tendenziell, weil wir auch ein starkes Liga-Tots haben, noch etwas günstiger werden. Aber je nachdem, wie die SBCs erscheinen, vielleicht bekommen wir noch eine Icon-SBC, vielleicht Verteidiger, wer weiß, dann könnte ja das auch wieder ein bisschen teurer werden. Dann sind wir hier vielleicht schon bei einer Million oder 900.000, aber dennoch, wir werfen mal einen Blick auf ihn. Spezialbewegung 5 Sterne, schwacher Fuß 4 Sterne. Hat er dort ein Upgrade bekommen? Ich bin mir gar nicht so sicher. Das klingt auf den ersten Blick erstmal sehr, sehr viel. Nein, das hat er tatsächlich so schon an sich. Arbeitsraten hoch, gering. Für einen Außenverteidiger ist das auf jeden Fall in Ordnung. In die IV, wo die meisten das wahrscheinlich gerne spielen möchten, ja, würde ich diese Karte vielleicht nicht so sehen, aber dennoch kann man sie auch dort einsetzen, ganz klar. 87 Ausdauer auf den ersten Blick, das könnte für einen Außenverteidiger, der sehr viel, naja, den Flügel beackert, ein bisschen zu wenig sein. Ansonsten Dribblingwerte hervorragend, richtig stark. Er hat eine normale Goldspielerkarte von 83, jetzt so eine Aufwertung zu bekommen, ja, das ist schon nicht von schlechten Eltern. Hat natürlich, das ist halt eine Flashback-Karte, die aufgrund seines 17 Tots erhalten hat. Ich weiß gar nicht, welche Karte er dort hatte, mit welchem Rating, das würde mich nochmal interessieren. Da hatte er eine 93er Karte gehabt. Also es war seine beste Karte und ich glaube, seine Tots-Karte war auch 92 bewertet, also kommt das so schon hin. Okay, ansonsten Fernschüsse 75 mit den Volleys, ja, da kommt man nicht weit vorne. Ja, der Abschluss, der geht schon, aber nichtsdestotrotz, den spielt man nicht um in die Offensive zu gehen, obwohl er zwei offensive Trades hat mit Flair und Außenrisschuss. Das ist auf jeden Fall von Vorteil. Und das soll es gewesen sein. Ich denke mal, die Karte spricht für sich selbst. Ein bisschen Meta und ein bisschen teuer, aber dennoch es ist Marcelo, wer Bock drauf hat, macht ihn. Und für den Preis, und wenn man vielleicht ein paar La Liga-Upgrades dann zukünftig macht, kann man sie sich auch verhältnismäßig günstig ja, ercraften, aber dennoch wird's teuer. Das sei mal so gesagt. Da macht man vielleicht lieber vielleicht eine Icon. Okay. Seleção ist die erste SBC. Insgesamt bekommen wir hier Packs im Wert von 80.000 Coins zurück und die sind, soweit ich sehen kann, alle tradable. Das ist sehr gut. Dann schauen wir uns mal die erste SBC an und die sieht wie folgt aus. Wir haben Bedingungen, Brasilien mindestens einen Spieler, Team of the Week mindestens einen Spieler, Teamgesamtbewertung 84, Team Chemie 75 und ich will euch auch die Preise mitgeben, das mache ich dann immer am Ende, wenn ich diese SBC abgeschlossen habe, da schaue ich nochmal genau. Ja, jetzt gehen wir erstmal durch, ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr könnt alle Teams 1:1 nachkaufen, ihr benötigt also keine Erstbesitzerkarten oder keine extra Loyalität und auch keinen Positionswechsel. Okay, legen wir los, let's go. Und damit haben wir die erste SBC erfolgreich abgeschlossen. Der Kostenpunkt hier für ca. 45.000 Coins. Also das war der erste Streich. Der zweite folgt zugleich Los Blancos. Und hier brauchen wir einen Spieler von Real Madrid. Team of the Week brauchen wir ebenfalls einen Spieler. Und hier haben wir uns grundsätzlich eigentlich für den italienischen Torhüter entschieden. 86 bewertet, relativ günstig. Also der günstigste 86er, den wir hier so bekommen als Team of the Week Spieler. Teamgesamtbewertung 85, Team Chemie 70 und auch hier natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go!
Und damit haben wir auch die zweite SBC erfolgreich abgeschlossen. Einige haben wir uns noch vor uns, also genau drei. Und ja, zum Preis der letzten SBC, ach, fast vergessen, hierfür müssen wir in etwa 82.000 Coins bezahlen. Und jetzt schauen wir uns die La Liga SBC an. Und hier kommen wir nicht auf die volle Chemie. Ja, da ist mir, habe ich hier was, einen kleinen Fehler gemacht. Okay, wo habe ich den Fehler? Nicht machen wir das hier so on the fly. Da gucke ich nochmal. Habe ich den? Ah ja, ich habe den falschen Bell gewählt. Das, ja, das sollte man nicht tun. Der ist nämlich von Real Madrid und den könnt ihr euch auch gar nicht kaufen. Da ja auch, ja, den könnt ihr nicht kaufen. Da müsste ich nach Real Madrid suchen. Und da schauen wir doch mal, dass wir den hier auch finden. Und dann sollte das auch mit der Chemie passen. Und damit sind die Bedingungen. Wir brauchen einen La Liga-Spieler. Timosovic auch mindestens einen. Und hier haben wir ebenfalls den Concili genommen. Teamgesamtbewertung 86, Teamchemie 65, ebenfalls 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. Und damit haben wir die dritte SBC erfolgreich abgeschlossen. Jetzt schauen wir uns die Top-Leistung SBC an. Und hier benötigen wir eine Teamgesamtbewertung von 87. Ebenfalls wieder den Timosovic-Spieler, den italienischen Torhüter, Teamchemie 75 und auch ebenfalls hier 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Und eine kleine Besonderheit habe ich hier. Ihr könnt jeden beliebigen, sowohl 87er Spieler hier verwenden. Also könnte auch ein anderer Stürmer sein oder sogar ein Torhüter, der würde auch von der Chemie her wunderbar passen. So viel Chemie brauchen wir nicht. Und habt ihr einen 86 plus Timosovic-Spieler, dann könnt ihr diesen natürlich dort auch einsetzen, ohne Coins ausgeben vielleicht zu müssen. Also ich guck mal, ob ich hier noch einen habe. Shandanogo habe ich. Das war auf jeden Fall falsch ausgesprochen. Und den könnte ich theoretisch hier auch einsetzen. Aber der Torhüter ist auf jeden Fall günstiger. Okay, und hier gehen wir auch einmal fix durch. Let's go! Den brauchen wir natürlich nicht. Und damit haben wir die SBC erfolgreich abgeschlossen. Der Kostenpunkt hier für diese SBC beläuft sich so auf 165.000 Coins. Und jetzt haben wir noch zwei SBCs. Genau, die Top-Leistung, die benötigen wir auch noch. Beziehungsweise die haben wir schon erledigt. Welche müssen wir denn noch machen? Haben wir La Liga? Die La Liga haben wir schon gemacht. Ja, dann haben wir nur noch eine tatsächlich. Und dann sind wir auch schon durch. Habe ich jetzt irgendwo einen Dreher drin? Ich glaube nicht. Und neu machen wir das Video jetzt auch nicht, denn es ist schon ziemlich lang, ja. Hier brauchen wir eine Teamgesamtbewertung von 88, Teamchemie 40 und natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. Und damit haben wir nach Ter Stegen jetzt, beziehungsweise nach Sterling, diese SBC abgeschlossen. Und ja, da kommt man auch schon ganz durcheinander. Es sind halt einfach auch fünf SBCs, die wir hier abzuschließen haben. Ja,
Also keine kleine SPC, auch relativ teuer. Ich gehe hier nochmal ganz, ganz kurz die Preise mit euch durch. Bei der ersten SPC 45.000, bei der zweiten 84 bzw. 82.000. Wie gesagt, Marktgegebenheiten können natürlich auch Preisschwankungen hervorheben. Ansonsten die La Liga SPC 136.000 Coins, die Top Performance ca. 200.000 Coins und die letzte 88 Gesamtbewertung, das Team kostet uns 285.000. Also eine Stange Coins, die wir hier auf jeden Fall für ausgeben müssen. Wenn ihr diese Karte machen wollt, ercraftet euch das auf jeden Fall. Oder ihr habt natürlich ein paar Coins auf dem virtuellen Münzstand. Dann kann man das sicherlich auch machen. Und wenn man auf jeden Fall Bock auf diese Karte hat, sie ist auf jeden Fall schon Endgame. Ist ein Endgame-Produkt, ein Endgame-Spieler, kann man auf jeden Fall bis zum Ende auch spielen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn es das getan hat und ihr vielleicht auch dank mir zur richtigen Lösung gekommen seid, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr zukünftige SBCs oder allgemein Videos von mir nicht verpassen möchtet, abonniert auch gerne kostenfrei meinen Kanal. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.